Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, schon wieder ganz schön viel Euphorie im Markt hier. Da müssen wir doch mal uns dringend eine ordentliche, wie soll ich sagen, Einschätzung runterholen in die Realität abholen. Und wer ist da besser geeignet als Philipp Vondran, der Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch? Ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns auf dem Kanal zu Gast ist. Herzlich willkommen zurück. Moin, grüß dich. Moin, moin. Ja, die letzten Wochen, so 4, 6 Wochen eigentlich, also noch bis vor Weihnachten, setzt sich ja so ein bisschen dieses Phänomen durch. Es ist eigentlich völlig wurscht, was ein Paul oder eine Frau Lagarde sagt und mahnt, was so ein bisschen die Zinsentwicklung angeht. Der Markt ignoriert das völlig und will einfach pauschal nach oben. Hat so eine Mischung aus Hoffnungsrallye, ein bisschen FOMO. Ja, findet man das eigentlich geil oder eher gefährlich für die nächsten Monate, wenn man da so gar nicht mehr drauf schaut? Das ist natürlich ein spezieller Ansatz. Weder geil noch gefährlich, würde ich sagen, sondern man sollte sich seine eigenen Gedanken machen. Und das ist schon etwas, was auffällt. Am Markt ist ganz klar die Meinung verbreitet, naja, die heben jetzt die Zinsen noch ein bisschen an. Ja. So bis in das zweite Quartal. Dann kommt die Rezession und die Inflation geht zurück und dann werden wir Ende des Jahres möglicherweise schon wieder den ersten Zinssenkungsschritt haben. Und das ist so ein bisschen das Bild, das heute in den Märkten gezeichnet wird. Und dann ist es ja auch nicht weiter verwunderlich, dass man grundsätzlich bei den Aktien konstruktiver ist. Eine große Frage ist, liegt der Markt damit richtig? Da habe ich meine Zweifel, weil die Notenbanken, die realisieren unserer Meinung nach, dass es viel mehr braucht an Zinserhöhung, respektive an Dauer, an Durchhalten dieser Zinserhöhung, um am Arbeitsmarkt einen Wirkungstreffer zu erzielen. Und ohne einen Wirkungstreffer am Arbeitsmarkt werden wir auch die Gefahr von Zweitrundeneffekten bei der Inflation nicht unter Kontrolle behalten. Das bedeutet, die US-Notenbank, die EZB, wird die Zinsen Ende des Jahres nicht zurückführen. Und das wird negative Auswirkungen haben auf die Zinsstrukturkurve, die im Moment ja stark invers ist. Mhm. Ich gehe davon aus, wir werden eine viel normalere Zinskurve bekommen Ende des Jahres. Und das könnte auch mal zu dem einen oder anderen Hallo-Wach-Call bei den Aktien führen. Das bedeutet aber nicht, dass ein Investor sich aus den Aktien verabschieden sollte, sondern dass es vielleicht noch mal etwas günstigere Momente zum Zukaufen gibt. Ja, das ist ja eigentlich, ne, also es ist einfach nur ein bisschen sehr viel Euphorie quasi jetzt so wieder da oder Kriseln da. Ne? Aber was wurde denn eigentlich aus diesem guten alten Don't fight the Fed? Ist das irgendwie jetzt komplett pauschal vorbei? Naja, don't fight the Fed bedeutet ja die Erwartungen der US-Notenbankhandlungen. Und die Kapitalmärkte haben ja durchaus die Erwartungen bezüglich der US-Notenbank im letzten Jahr eingepreist. Mhm. Also minus 13% der MSCI World, minus 13% ein klassischer Bond-Index. Ich würde mal sagen, das ist ja nicht so zu tun, als wäre die US-Notenbank und die andere Notenbank nicht da. Aber, und damit hat man wahrscheinlich Anfang des Jahres begonnen zu argumentieren, jetzt sind die schlechten Nachrichten von den Notenbanken durchtelefoniert, jetzt können wir uns wieder auf bessere freuen. Und das ist eben die große Frage, kommen die guten Nachrichten in der Erwartungshaltung mancher Investoren oder Spekulanten, oder wird das eher ein längerer Prozess höherer Zinsen? Und das Letztere, das ist unsere Erwartung. Genau, also es ist ja, ich meine, Frau Yellen hat ja jetzt auch schon wieder gesagt, ne, wir können ja im Moment keine Rezession haben bei einer Rekordarbeitslosigkeit und 500.000 offenen Stellen. Ne? Also es ist so ein bisschen, alles so ein bisschen noch nach hinten weg verschoben, ne, im Moment. Ja, es ist ja in Tat und Wahrheit sogar noch viel schlimmer. Ja. Wir haben Arbeitslosenzahlen, die ja künstlich überholt sind, weil viele Millionen, und das gilt in Deutschland genauso wie in den USA, die sind zwar in der Statistik, die sind aber gar nicht arbeitswillig. Ja. Vielleicht auch, weil unsere Anreizsysteme
nicht notwendigerweise so ausgelegt sind, dass man, wenn man seinen Job verliert, auch morgen hart dafür kämpft, übermorgen einen neuen zu bekommen. Sie sprechen das Bürgergeld an, Sie sind auch kein ganz großer Freund davon, in Ja, ich Sachen habe jetzt nicht Wirtschaft. vom Bürgergeld gesprochen, aber die Anreizsysteme müssen die Menschen einfach motivieren, sich eine passende Arbeit zu suchen. Und nicht alle, die heute arbeitssuchend registriert sind, suchen wirklich mit höchster Motivation. Es gibt einige, und das möchte ich überhaupt nicht unterschlagen, die suchen und finden nichts, aber eine ganze Menge, die könnten etwas finden, suchen nicht. Zur Wirtschaftspolitik kommen wir nachher gleich noch mal ein bisschen. Ihr schaut natürlich ja sehr, sehr massiv auf die Unternehmen. Ihr schaut euch die Bilanzen sehr gut an. Ihr seid viel auch vor Ort, redet mit dem Management. Ist denn, sagen wir mal, diese Rezessionstendenzen und damit eben auch in der Folge, was so auf Gewinnseite passieren könnte, sieht man da wirklich schon einen echten Wirtschaftsabschwung oder die Gefahren, dass da die nächsten Monate wirklich was passiert? Also das, was man so an Gebilde auch die letzten Monate immer aufgebaut hat? Das sieht man eben nicht. Und das hat auch einen Grund. Und das wird mit der ganzen Rezessionsdiskussion meiner Meinung nach immer etwas verwässert. Wir haben seit vielen Jahrzehnten das erste Mal wieder einen Unterschied zwischen nominal und real. Die jungen Leute, so wie Sie, sind aufgewachsen in einer Phase, wo real und nominal praktisch identisch war. Wenn Sie keine Inflation haben oder Inflationsraten von 1%, dann können Sie sich den Unterschied zwischen real und nominal schenken. Wenn das aber einen Unterschied macht, und das ist genau das, was wir im Moment haben, dann können Sie eine reale Rezession haben von 1% und nominal boomt es immer noch. Und wir beide wissen, wie die meisten Ihrer Zuhörer, dass Gewinne nun mal eine nominale Größe sind. Genau deswegen sind die Gewinne im Jahr 2020 auch Lehrbuch, 22 22, natürlich auch ja. lehrbuchmäßig angestiegen, die 7%, die sie auch im langjährigen Durchschnitt machen. Und genau deswegen dürfte es auch im Jahr 2023 nicht zu diesem Gewinneinbruch kommen, der immer wieder an die Wand geschrieben wird. Ja. Schon möglich, dass wir uns um die Nulllinie, was das Gewinnwachstum angeht, herummeandern. Am Ende, davon bin ich überzeugt, wird es noch ein Tick positiv sein. Aber dieses nominale Wachstum, durch die hohen Inflationsraten angetrieben natürlich, das sollte man nicht unterschätzen. Und das merken wir natürlich auch bei den Unternehmen und das merken wir auch am Arbeitsmarkt. Es ist ein nominaler Boom, so kurios das klingen mag, wenn man von realer Rezession Rezession, spricht. ja. Wie entscheidend könnte eigentlich die Rolle Chinas jetzt nach dieser ganzen, jetzt machen wir quasi alle Schleusen auf, dann werden wir jetzt wahrscheinlich irgendeine Form von Durchseuchung bekommen und im zweiten Halbjahr oder irgendwann wird es dann wieder Vollgas in Sachen Wirtschaft gehen. Wie sehr könnte das so ein bisschen eigentlich dem Westen auch helfen und das so ein bisschen abfedern? Ja, das ist sicher eine Veränderung, die in den letzten 3 Monaten stattgefunden haben und hat. Davon sind die wenigsten ausgegangen, im Oktober, im November, dass es in China dann doch so So schnell schnell. geht mit der Öffnung. Das hat natürlich zwei Komponenten. Komponente Nummer eins, die Annahme, dass die Rezession im zweiten Halbjahr dieses Jahres kommt, war natürlich auch damit verbunden, dass China nicht wirklich auf die Füße kommt. Wenn die sich jetzt schnell durchseuchen, wie das ja im Moment der Fall zu sein scheint, mit relativ ungefährlichen Varianten des Covid-Viruses, dann wird im zweiten Halbjahr in China vielleicht nicht wieder die Post abgehen, aber sie kommen wieder besser in Tritt. Und das wird die Wirtschaftsdynamik global befeuern. Es wird natürlich auch die Nachfrage nach Rohstoffen genauso wie nach Konsumgütern befeuern. Und wahrscheinlich kommt die Inflation dann auch nicht so schnell nach unten, also in Richtung 4%, wie von vielen erwartet. Das führt gerade dazu, dass die Notenbanker länger auf dem Bremspedal bleiben müssen,
als vielleicht im Oktober, November noch angenommen. Es ist für gerade für ein Land wie Deutschland andererseits natürlich auch eher gefährlich, weil wir inflationsseitig, weil wir unsere Inflation natürlich durch die Energie importieren, dass wir da länger quasi in Problemen bleiben, als es die USA beispielsweise der Fall sein wird. Ja, ist für ein Land für Deutschland positiv wie negativ. Positiv ist die wirtschaftliche Davon, ja. Situation. Wir sind ja doch eine Volkswirtschaft, die ein bisschen was exportiert. Und dann sollte uns tendenziell schon besser gehen, wenn der Abnehmer nicht im Bett liegt, sondern wieder die Sonne genießt. Und klar, für die Wahrnehmung vieler Deutschen, die ja viel stärker inflationsavers denken und handeln, ist es dann auf der anderen Seite eine negative Nachricht, dass die Inflation eben gekommen ist, um zu bleiben. Und daran sollten wir uns in Deutschland meiner Meinung nach schon gewöhnen. Die Inflation wird nicht mehr auf 0 oder 1 zurückkommen. Eine 4er- oder eine 3er-Inflation ist kein Weltuntergang, wenn ich dafür gewappnet bin. Entweder dadurch, dass ich auf der nominalen Seite, sprich den Anleihen, eine ordentliche Risikoprämie für Inflation bekomme, oder wenn das wie im Moment nicht der Fall ist, ich mir andere langfristig Rendite Strukturen, die in der Lage sind, vielleicht auch real noch halbwegs die Null zu schreiben, ins Portfolio hole. Das sind die zwei Abwägungen, die ich treffen muss. Die Notenbanken und der Anleihemarkt zwingt mich eben anders als in den 70er und 80er und 90er Jahren dazu, ins Risiko zu gehen, wenn ich eben real kein Geld verlieren möchte. Ist am Ende des Tages die Inflation also für Anleger so die Herausforderung der nächsten 5 bis 10 Jahre quasi an eins sozusagen? Ja, es ist nicht nur die Herausforderung, sondern das ist im Prinzip auch mein persönlicher Yardstick. Ich muss mir als Anleger Gedanken machen, was möchte ich real über den von Ihnen beschriebenen Zeithorizont, ich glaube, das ist für einen Investor ein sehr sinnvoller Zeithorizont, an Rendite erzielen. Geht es mir nur um eine nominale Null? Dann ist das schon fast wie der Nirvana. Die kriege ich mit dem halbjährigen Festgeld bei der Sparkasse problemlos. Die zahlen heute bis 1,5%. Ist es der Vermögenserhalt nach Kosten und Steuern und selbstverständlich Inflation, dann muss ich irgendwo in Richtung 7% Rendite erzielen jedes Jahr. Das ist im Anleihemarkt sehr schwer zu generieren. Es gibt ja jetzt doch seit dem Bondcrash letztes Jahr wieder einige Teile der Finanzindustrie, so formuliere ich es mal, die sich schon wieder neue Marketing, sagen wir mal kurz Namen ausdenken. Tina war gestern, jetzt ist Bob, also sprich Bring on Bonds und all solche Geschichten. Sie haben das natürlich auch alles mitbekommen. Aber letzten Endes ist halt Tina und bleibt Tina das schlagende Thema. Ja, so einfach ist es nicht. Wenn ich eben sage, null reicht mir, dann ist das keine Tina-Welt mehr. Wenn ich ein institutioneller Investor bin, der einen Rechnungszins von 3,5% per annum erwirtschaften muss, dann kann ich das heute mit einem Euro Corporate Bond Portfolio halbwegs ordentlicher Kreditqualität einloggen. Der hat auch nicht die Tina-Thematik. Aber für Sie und mich, Privatanleger, die Steuern zahlen, die Gebühren zahlen, die die Inflation im Nacken haben, diejenigen, die ihr Vermögen real erhalten wollen, da ist die Tina immer so noch so relevant wie vor 5 Jahren. Reden wir immer so ganz viel über die Risiken in diesen Zeiten, ist ja logisch. Aber darf ja auch ein bisschen die positive Seite nicht vergessen, gerade wenn wir langfristig investieren wollen. Was sind denn so die, ich sage mal, wenn man jetzt mal auch wieder neu anfangen würde mit der Geldanlage, was sind denn so die für Sie langfristig die Eckpfeiler, auf die es neben dem Inflationsthema natürlich ankommt? Also wo sind die großen Chancen ja auch? Naja, man kann das mal ein bisschen plump
Zusammenfassend, die Verbesserung der Bewertung hat praktisch in jeder Anlageklasse stattgefunden. Und das ist natürlich für einen Investor ziemlich relevant. Wir haben heute bessere Bewertungen bei den Aktien, wir haben bessere Bewertungen bei den Anleihen und wahrscheinlich auch im Immobilienmarkt, auch wenn das So schwerer zu langsam. durchdringen ist. Da geht das langsamer, die Liquidität ist doch sehr eng, speziell in solchen Phasen. Das dauert ein bisschen Zeit. Das ist Positive. Das Positive ist sicher auch, dass 2022 ein Jahr zum Nachdenken war. Derjenige, der gesagt hat, ich gehe auf Nummer sicher, habe ein Anleiheportfolio, der hat 13% verloren. Nominal, wenn das real rechnet, kommen nochmal 10% obendrauf. Also das ist schon ein Hammer, wenn ich in einem Jahr mit einem vermeintlich sicheren Portfolio real 23, 24% verliere. Und das ist hoffentlich auch ein Jahr der Erkenntnis für unsere Gesellschaft gewesen. 2022 wird ja immer wieder als das Jahr der Zeitenwende beschrieben, aber es geht ja darüber hinaus. Eine Zeitenwende bedeutet auch, dass ich eine Erkenntniswende habe. Hoffentlich. Also wir haben in Deutschland inzwischen die Erkenntniswende, dass unsere Verteidigung, Landesverteidigung auf ziemlich tönernen Beinen steht. Das haben wir immer schon vermutet, aber 2022 hat das doch ziemlich brutal dargestellt. Bahn, Digitalisierung. Wir haben auch gesehen, dass die Zinsen wieder steigen können, wenn auch nur nominal und leider nicht real, dass die Inflation wieder da ist. Also ein Jahr zum Nachdenken und so ein Jahr zum Nachdenken bedeutet dann eben auch, wenn ich die Schlüsse ziehe als Investor oder auch als Gesellschaft, kann das ein ganz starker Start sein zu etwas Besserem. Jo, das ist zumindest mal die Theorie, ob wir das dann auch wirklich hinbekommen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Dann greife ich den Ball einfach natürlich an der Stelle auf. Was brauchen wir denn für einen richtig guten Start in eine bessere Zukunft? Ja, die Außer der Frage ist, was? Verteidigung. Also in der Gesellschaft ist es ganz klar, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass nichts vom Himmel fällt. Dass wir uns nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen können, dass wir entbürokratisieren müssen und dass wir nicht konstant Arbeitskräftepotenzial, das wir für Dienstleistungen, Industrie und Handwerk brauchen, durch neue Jobs in der Verwaltung und beim Staat absorbieren. Die Demografie ist unsere größte Herausforderung. In Deutschland in den nächsten 10 Jahren werden wir in der Arbeitskohorte 15 bis 64 Jahre 10% des Bestandes verlieren. Da werden wir vielleicht ein bisschen was über die Digitalisierung von abfedern können, vielleicht auch ein bisschen was über die sinnvolle Migration. Aber da bleibt ein Riesenloch. Und dieses Loch bedeutet natürlich, wir werden komplett neue Verhandlungsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekommen. Das Erpressungspotenzial der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geht nach oben. Und wir müssen uns überlegen, wie wir die Kohorte der 64 und darüber zum Arbeiten motivieren. Da habe ich ja auf Ihrem Sender etwas Ähnliches gefordert wie Carsten Linnemann letzte Woche im Fernsehen. Aktivrente hat er das genannt. Sehr schöner Name. Das zeichnet dann auch die Politik aus, dass sie Kinder dann mit schönen Namen versehen kann. Also sprich Leute, die 67 sind und weiter arbeiten. Die zahlen einfach keine Steuern und auch keine Sozialabgaben mehr jenseits der Krankenversicherung. Das wäre ein Anreizsystem. Aber ob das für eine deutsche Gesellschaft etwas ist, was sie durchsetzen will, das werden wir sehen. Die Bundesbank fordert ja die Anhebung der Lebensarbeitszeit seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen. Das will auch keiner. Irgendwas müssen wir da machen. Und vielleicht ist diese Aktivrente eine gute Idee, um unsere demografischen Probleme zumindest abzumildern.
Ja, ich meine, das ist, ich fand das auch damals, das ist ein total einleuchtendes, gutes Beispiel dafür. Ich meine, wir haben natürlich andererseits noch so ein paar andere Baustellen, ne? Infrastruktur, Bildung. Da ist ja auch ziemlich viel in, sagen wir mal, 20 Jahren Wirtschaftspolitik nicht so wahnsinnig viel angepackt worden. Das Rentensystem an sich sowieso auch. Brauchen wir nicht irgendwie so eine, wie auch immer gearteten Staatsfonds oder eine ganz freie Ausdenke, dass der Markt das mit Kapital macht und der Staat das irgendwie unterstützt? Weil sonst werden wir, glaube ich, diesen großen Umschwung nicht hinbekommen, unabhängig davon, ob Politik dazu gewillt ist, sowas auch durchzusetzen, ne? Ja, aber das Letztere brauchen wir. Die Politik muss zunächst einmal gewillt sein, diese Schritte, die wir jetzt 20, 30, teilweise 40 Jahre nicht gegangen sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Also Militärhaushalt war halt einfach nicht notwendig vermeintlich und sicher auch nicht sehr beliebt. Aber bei der Bundesbahn wäre das sicher etwas anders gewesen. Nein, wir müssen diese Schritte erstmal wollen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens. Dann hat die Politik auch den Mut, den durchzusetzen. Und dann müssen wir einfach auch mal 10 Jahre Geduld haben, weil es dauert einfach 10 Jahre. Selbst wenn wir morgen entscheiden, wir wollen das Richtige machen, bis wir all die Systeme wieder hochgefahren haben. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass bestimmte andere Leistungen, die wir in Schönwetterperioden uns zugelegt haben, so in dem Maße nicht durchzuhalten sind. Oder dann vielleicht auch die Steuern angehoben werden müssen. Wenn die Bevölkerung den guten und berechtigten Glauben hat, dass mit ihrem Steuersend auch etwas Sinnvolles passiert, dann sind viel mehr bereit, die Steuern auch mit Freude zu zahlen, als wenn sie das Gefühl haben, das verschwindet irgendwo im schwarzen Loch. So wie es halt die letzten 20 bis 30 Jahre oft der Fall war. Das haben Sie jetzt gesagt. Ist okay, ich nehme es auf meine Decke. ja, gehen wir mal quasi, wenn man natürlich Deutschland nimmt, wir sind ja wieder so ein bisschen der kranke Mann Europas geworden, was immer natürlich schwierig ist, wenn da wir ja so in vielen Dingen auch das Kommando vorgeben. Ist eigentlich auch so ein bisschen, wenn man so diese Gegensätze sieht, was auch in Zukunft so an, sagen wir mal, Wirtschaftskonflikten ansteht zwischen USA und China und so, und wir sitzen irgendwo dazwischen und wir kommen als Deutschland aus der Schwäche raus und führen auch Europa irgendwie nicht in so eine gemeinsame starke Zukunft. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie hier ansprechen. Wir müssen zunächst erstmal wieder die Bereitschaft haben zu einem starken Europa. Und da muss Deutschland sich auch wieder eins zu eins mit Frankreich versuchen abzustimmen. Das hat gerade in den letzten 18 Monaten gar nicht gut geklappt. Und wir müssen dann hin und wieder auch über unseren Schatten springen und versuchen, die anderen mit ins Boot zu holen. Wir Deutsche wissen vermeintlich immer alles besser. In der Realität ist das zumindest nicht immer bewiesen, dass das so ist. Aber es ist klar, wir schneiden uns selbst ins eigene Fleisch, wenn wir nicht in Europa einen ernstzunehmenden Partner aufbauen. Die Chinesen, die Amerikaner warten nicht auf uns. Der Henry Kissinger hat immer gesagt, wenn ich ein Problem habe mit Europa, wen soll ich anrufen? Kanzler in Berlin oder Präsident in Paris? Da muss es eine Person geben. Wahrscheinlich ist es nicht Ursula von der Leyen. Egal. Aber es wird selbst mit einem starken Europa schwer genug, die Konflikte, die sich zwischen den USA und den China abzeichnen und tendenziell eher verschärfen, halbwegs abzufedern. Das ist auch völlig klar. Wir werden uns wahrscheinlich für den einen oder anderen entscheiden müssen. Das ewige Hinlavieren, was uns so die letzten 20, 30 Jahre ausgezeichnet hat, das wird so nicht mehr weitergehen. Das konnte man sich leisten, als China noch relativ unbedeutend war. Aber inzwischen ist das ja wirklich ein Powerhouse geworden.
Balance hin oder her. Und das sind wir in Europa nicht. Und wenn ich mir unsere moralischen Ansprüche anschaue, unsere demokratischen Grundprinzipien, dann tue ich mir extrem schwer, China als den zukünftigen Partner zu sehen. Andere sehen das anders, aber wir sollten da zumindest mal eine ehrliche und offene Diskussion darüber führen, weil die steht an. Und irgendjemand muss dann auch mal A oder B sagen. Wir haben schon oft mit Frank Sihren, der ja seit 25 Jahren in Peking lebt, auch schon drüber gesprochen. Der sagt natürlich auch, letzten Endes kann Europa nur, wenn man zusammen die Macht auch wieder darstellt, die wirtschaftliche Macht darstellt, nicht im militärischen Sinne, nur dann kann man natürlich auch die eigenen Werte, sagen wir mal, in der Welt auch zumindest ein Stück weit mit durchsetzen, ja? Oder zumindest kann man sich's erlauben, nach diesen Werten auch zu handeln. Weil sonst bleibt man halt Ja. sehr hart auf der Strecke. Und ich glaube, das hat ja der Pragmatismus, finde ich, auch gezeigt, nur auf eine Seite schlagen ist vielleicht auch immer schwierig. Ja, ob wir unsere Werte durchsetzen müssen, das habe ich gar nicht so formuliert. Ja. Wir müssen nur wissen, was unsere Werte sind und gewisse Ansprüche an das Handeln des anderen ableiten. Wir können nicht anderen Staaten ihre Regierungsform Nee, nee, klar. aufdrücken. Das wäre jetzt auch nicht das Verständnis eines demokratisch und freiheitsdenkenden Menschen. Aber man kann definitiv sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Wenn ihr mit eurer Bevölkerung so umgeht, wie ihr mit ihr umgeht, dann ist das eure Sache. Aber wir machen Aber keine erwartet Geschäfte mit bitte euch. nicht, dass wir das dann gut finden und Produkte in dieser Situation kaufen. Wir müssen dann aber relevant genug sein, dass der Partner zuhört und sagt, okay, das ist jetzt aber schlecht. Ja, Wenn genau. die wegen diesem Vorgehens uns die Produkte nicht mehr abkaufen oder uns die Produkte nicht mehr liefern, dann schneiden wir uns vielleicht ins eigene Fleisch. Möglicherweise wäre es smarter, die Vorgehensweise bei uns zu Hause zu überdenken. So muss das funktionieren. Ja. Nicht durch Law and Order, Genau. sondern Anreizsysteme. Ja. Was notwendig ist für den Arbeitsmarkt, sollte auch notwendig und sinnvoll sein für das Umgehen von Nationen miteinander. Manche Nationen sind in der Lage, dann irgendwelche Patrouillenbootpolitik Ja. durchzuziehen. Ich Das ist glaube, nicht das sind unsere wir in Sache. Deutschland nicht. Nein. Wollen wir aber auch definitiv Nein. nicht. Wir sollten einfach unsere wirtschaftliche Macht und Bedeutung in die Waagschale werfen können. Aber die hat natürlich in den letzten Jahren auch gelitten. Und das Siegel Made in Germany hat durchaus auch den einen oder anderen Kratzer abbekommen. Berliner Flughafen, Hamburger Philharmonie. Also da gibt es schon ein paar Sachen. Ja, Darüber kann man ich habe es neulich, diskutieren. ich hab's neulich gelesen, Sie hatten quasi den Vergleich gezogen mit dem Fußball, dass wir doch zwar gefühlt irgendwie Weltmeister sind, aber doch eher ein Scheinriese im Moment. Und so ist es natürlich auch. Ja, das war mein Kommentar zum Thema Möchtegern Weltmeister. Ja. Und das war sehr spannend. Der kam auf unsere Homepage und ich habe auf keinen Kommentar bisher innerhalb so kurzer Zeit so viele Reaktionen bekommen. Ja. Und zwar aus dem In- und Ausland. Das ist schon etwas, was man auch im Ausland verfolgt. Nicht nur Deutsche, die im Ausland leben, sondern auch Kollegen in Amerika und in Italien, Frankreich haben mir geschrieben und haben gesagt, ja, Philipp, also es ist schon mutig, sowas in Deutschland mal so deutlich zu formulieren. Ich finde das jetzt nicht besonders mutig, sondern notwendig. Und Ja. das Schöne ist ja, man kann da auch Gegenposition beziehen. Das ist eine lebende Demokratie, das ist eine Diskussionskultur, wie wir sie ja eigentlich alle einfordern. Ja. Und davon haben wir in Deutschland zu wenig streitbare Geister, die anschließend gemeinsam ein Bierchen trinken. Volker Hellmeier und ich, wir sind nicht in allen Themen einer Meinung, aber wir haben einen Riesenspaß, wenn wir gemeinsam diskutieren, der Sache und unserer Bürger wegen, weil wir die alle ein bisschen nach vorne bringen. Und anschließend sitzen wir zusammen und trinken Bierchen.
Ich erinnere mich, in meinem Gymnasiumsjahrgang saß ein Gründungsmitglied der Grünen, und ich war eher so jungliberal von dem Gedankengut. Wir haben uns in Geschichte und im Sozialkunde und im Wirtschaftsunterricht wirklich ja, nicht die Haare auf den Kopf gegönnt. Immer der Sache wegen. Anschließend sind wir gemeinsam zum Handball und zum Bier trinken. Er ist heute oder er war lange Zeit bei der Süddeutschen Redakteur. Wir haben uns immer gut verstanden, obwohl wir komplett unterschiedliche politische Ansichten hatten. Aber wir haben die nicht aufs Persönliche runtergeholt. Und das ist ein Riesenproblem in der heutigen Gesellschaft, dass man Diskussionen aufs Persönliche runterholt. Naja, es ist quasi, ich bemängel das genauso. Wir haben mit Volker Helmer ja auch schon häufiger darüber gesprochen. Ist sowieso ein super feiner Typ, außerhalb natürlich des Streits. Ansonsten natürlich sehr, sehr wortgewandt. Aber es ist halt quasi überall nur noch links und rechts werden Mauern hochgezogen. Ja? Es gibt nur noch quasi das eine Extrem, das andere Extrem und keine Argumentation in der Mitte, ja? Zu verstehen, na, der andere könnte vielleicht einen Punkt haben, den ich auch berücksichtigen sollte. Ja? Das fehlt natürlich bei uns im Moment so in der Debattenkultur völlig. Ja, und dieses Links und Rechts wird ja der heutigen Situation hinten und vorne nicht mehr gerecht. Es gibt unter den Grünen sehr viele Werte, Konservative, und es gibt unter der CDU viele, die wir Früher Sozis ja, gelernt hätten. Sozis genannt hätten. Und das ist ja auch okay so. Das ist ja auch Ihre und mein Anspruch. Wir machen uns einen lieben langen Tag Gedanken, die wollen wir dann ja auch loswerden. Und Richtig, man wird ja nur besser im Streit. Der, der allein im Elfenbeinturm vor sich hin denkt, dem fehlen sehr viele Impulse von der anderen Seite. Und ein richtig guter Diskurs ist für beide Seiten eine massive Weiterentwicklung. Und dadurch, dass wir so künstliche Mauern aufbauen zwischen diesem guten Diskurs, verlieren wir viel an Weiterentwicklungspotenzial, das unserer Gesellschaft sicher gut tun würde. Ja, wir haben das letzte Woche auch mit Daniel Schelter ausführlich drüber gesprochen, der ja auch quasi missionarisch Genau. mittlerweile eigentlich unterwegs ist und sagt, wir brauchen einfach Sachdebatten. Und er stellt sich denen immer eben auch sehr gerne auf die faire Art und Weise. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine kleine Elefantenrunde auf uns zukommen mit dem Herr Hellmeier und Ihnen. Ich glaube, da müssen wir mal was organisieren. Das wäre mit Sicherheit ein Gewinn für YouTube. Ja, da gibt es schon das ein oder andere Format, die das schon anbietet. Aber es macht immer Spaß. Volker und ich glaube, wir streiten uns von allen am liebsten. Ja, das ist sehr schön. Also ich glaube, da nehme ich Sie beim Wort und da organisieren wir auf jeden Fall mal was. Vielen lieben Dank, Herr von Dalen. Es war wieder ein spannendes Gespräch. Ja, auch wenn wir wenig über die Märkte gesprochen haben, ein Ja, paar die wichtigen Sachen Sachen waren haben wir sie. schon besprochen. Oder Leider völlig okay. ich glaube auch nicht, dass Sie mir beantworten wollen, wo nächste Woche der S&P steht. Nee, das war nicht mein Plan. Herr Herr Volker, Volker, vielen vielen Dank. Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr konntet wie immer wieder ein bisschen was mitnehmen und auf jeden Fall werden wir am großen Debattenbeitrag arbeiten. Das sei mal an dieser Stelle versprochen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.